Einer der besten Lautsprecher der Welt ist dieser hier. Stimmt nicht, sagst du? Aber warum steht er denn dann in wirklich jedem Tonstudio der Welt? Ganz einfach. Er macht nämlich aus diesem Sound hier diesen hier. Klingt jetzt nicht besonders gut, oder? Warum dich das aber trotzdem beim Abmischen deiner Musik einen Riesenschritt weiterbringen wird und wie du kostenlos an einen Auraton für dein Tonstudio rankommst, das verrate ich dir jetzt. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute freue ich mich ganz besonders, dass du dabei bist im Recording-Blog. Denn hier geht es ja nicht nur um das Aufnehmen, sondern vor allem um das Abmischen von Musik im eigenen Tonstudio. Und dazu gibt es heute nicht nur einen Game-Changer-Tipp für dich, ich habe auch noch ein Geschenk für dich vorbereitet, dazu später aber mehr. Aber Game-Changer, also etwas, das deine Art Musik zu mischen nochmal extrem bereichern wird und damit dann auch die Qualität von deinen Mixen deutlich steigern wird, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn passend dazu wiederhole ich einfach nochmal die Frage von eben. Also warum steht dieser Lautsprecher hier in absolut jedem Profi-Tonstudio dieses Planeten, wenn er nicht der beste Lautsprecher der Welt ist? Die Antwort ist, weil er aus deinem Mix akustisch alles entfernt, was diesen schön macht und nur das übrig lässt, was zwar allein betrachtet, naja, uselig klingt, würde man hier im Münsterland sagen, also nicht unbedingt schön klingt, aber zumindest was im audiophilen Sinn nicht schön ist, was aber extrem wichtig ist. Die Rede ist von den Mitten, also den Frequenzen zwischen, sagen wir mal, untenrum bei 200-300 Hertz bis in die oberen Mitten hin zu 4-5 Kilohertz. Jetzt fragst du dich natürlich zu Recht, wenn das doch nicht so schön ist, warum sollte ich mich denn damit überhaupt beschäftigen? Und hier kommt jetzt die Idee hinter diesem Game-Changer-Tipp dazu. Erst wenn es in den Mitten ordentlich klingt, also nichts heraussticht, nichts fies quäkt, trotzdem aber alle Instrumente ordentlich zu hören sind und schön balanciert sind, erst dann hat dein Mix die Chance, tatsächlich auch insgesamt gut zu klingen. Also auch, wenn die Höhen und die Bässe wieder dazukommen. Und das gilt dann auch für die unterschiedlichsten Abhören vom Auto über die HiFi-Anlage bis zum Handy zum Beispiel. Das ist es doch, was wir dann am Ende des Tages wollen. Ne? Wir wollen am meisten, dass unser Mix überall gut klingt und eben nicht nur bei uns im Tonstudio. In den Mitten hören wir nämlich nicht nur am besten, es sind auch die Mitten, in denen bei den meisten Instrumenten vom Schlagzeug, Gitarren, Synthes und Keyboards bis hin zu den Stimmen die meisten und vor allem die wichtigsten klanglichen Informationen enthalten sind. Deswegen ist es auch so wichtig, dass dein Song in diesem Frequenzbereich, also im Mittenfrequenzbereich, so gut klingt und so klar ist wie möglich. Und die Mitten sind dann übrigens auch das, was du dann noch hörst, wenn du deinen Mix zum Beispiel übers Handy abhörst oder übers Küchenradio. Und es ist auch das, was du noch hörst, wenn du deinen Mix mal ganz leise drehst. Dreh ihn mal ganz leise und probier mal aus, was du dann noch hörst. Das, was dann noch übrig bleibt, das sind die Mitten. Bingo. Und um die Mitten in deinem Mix bestmöglich beurteilen zu können, helfen dir eben Lautsprecher wie unser Auraton hier oder auch der berühmte Yamaha NS10M mit der weißen Pappe inklusive seiner diversen Nachbauten. Ich habe dir mal ein paar Nachbauten unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst ja mal draufklicken, wenn dich das interessiert. Aber diese Speaker helfen dir halt nach dem Motto, wenn du es nicht hörst, also Bässe und Höhen, dann beschäftigst du dich auch nicht damit. Diese Lautsprecher sind also weniger Genusslautsprecher als vielmehr hilfreiche Werkzeuge beim Abmischen in der DAW. Sie sollen dir dabei helfen, zwischendurch einfach mal den Fokus komplett auf die Mitten zu lenken. Und falls du weder Platz noch Geld für einen Auraton haben solltest oder für einen Yamaha oder ähnliche, dann gibt es trotzdem einen ganz einfachen Trick, mit dem du das Ganze simulieren kannst. Und den kostenlosen Auraton habe ich natürlich nicht vergessen, den gibt es dann gleich auch noch. Aber jetzt erstmal zum Trick. Das Ganze startet hier in deinem Mix. Du bist ja mit deinem Mix schon weitgehend fertig. Startet in deinem Mix auf dem Masterbus, da wo du deine Masterkette drauf hast und wo du deinen finalen Limiter zum Lautmachen drauf hast. Denn hinter diesen Limiter laden wir jetzt einen Equalizer. Wir nehmen hier den Pro EQ von Studio One, der hier mitgeliefert ist, geht aber natürlich mit jedem anderen Equalizer auch, der mehrere Bänder hat. Und wir laden jetzt hier einmal einen Low Cut rein. Den setze ich mal mit, sagen wir mal, 24 dB Flankensteilheit hier an und setze den mal bei irgendwo zwischen 200 und 300 Hertz. Ich mache mal 250 als Kompromiss. Und dann einen High Cut, mit dem wir die Höhen abschneiden. Und auch hier ruhig rigoros 5 kHz irgendwie auch 24 dB pro Oktave abschneiden. Manche sagen auch 4 kHz. Muss man ausprobieren, was für dich am besten funktioniert. Und jetzt hören wir mal, wie das Ganze erst ohne diese Beschneidung klingt und dann mit. Also viel Spaß, traue ich mich schon fast gar nicht zu sagen. Los geht's. Achtung! Es bleiben tatsächlich nur die Mitten übrig. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du deinen kompletten Mix so machen solltest. Das
geht zwar, aber das tut echt weh und wirklich Spaß macht das auch nicht. Nein, meine Empfehlung für dich wäre, dass wenn du mit deinem Mix weitgehend zufrieden bist, dass du dann, sagen wir mal so für 5 oder 10 Minuten auf den Spezial-EQ von gerade wechselst oder wahlweise, wenn du sie hast, auf die Aura-Tones und dann hier den Sound vom Mix in den Mitten überprüfst, um kleinere Korrekturen vorzunehmen. Aber worauf solltest du denn dabei dann genau achten? Also es geht vor allem um die Lautstärke-Balance per Fader. Ne? Und dann geht es auch um die tonale Balance. Wenn also etwas tonal total rausstechen sollte, dann um das Entschärfen der einzelnen Signale mit einem Equalizer. Sind also zum Beispiel Instrumente oder Stimmen in den Mitten viel zu laut, dann mach sie halt mit dem Fader ein kleines bisschen leiser. Und stechen nur einzelne Frequenzen aus dem Signal raus, also aus einem Einzelsignal, dann nutz halt den Equalizer auf den Einzelsignalen oder wahlweise auf dem Bus, bei einem Schlagzeug zum Beispiel, und entschärf sie dann damit ein wenig. Aber Achtung, du darfst den Equalizer dann wirklich nur in dem Bereich benutzen, den du auch gerade hörst. Also bei unserem Equalizer von gerade eben nur zwischen 250 und 5 Kilohertz. Das beinhaltet natürlich dann auch, dass du bei einer Bassdrum zum Beispiel im Equalizer nur im Mittenbereich anheben oder absenken kannst. Den Wumms hörst du nicht, kannst du also auch nicht beurteilen. Und falls du deinen Bass zum Beispiel in den Mitten gar nicht hören solltest, dann probier doch mal ein Saturation-Plugin auf dem Bass aus. Das fügt dem Bass vor allem Obertöne im Mittenbereich hinzu und sorgt dafür, dass dein Bass selbst dann noch gut zu hören ist, wenn keine fetten Lautsprecher oder Subwoofer zum Beispiel verfügbar sind, Stichwort Handy oder Küchenradio. Hier aber extrem vorsichtig bitte sein und immer im Vergleich, also im direkten AB-Vergleich mit dem vollen Mix hören. Nicht, dass dein Bass dann in den Mitten zwar gut zu hören ist, im vollen Mix aber komplett explodiert. Hier geht es ja wirklich nur um die Mitten. Versprochen habe ich dir aber auch einen kostenlosen Auraton. Also, bitteschön. Wäre es nicht cool, wenn du nicht nur den EQ-Trick von gerade benutzen könntest, sondern wenn du den Sound von einem echten Auraton bei dir im Tonstudio nachstellen könntest? Das geht, und zwar wie folgt. Ich habe nämlich für dich meinen Auraton hier mal akustisch abfotografiert, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Ich habe eine Impulsantwort, also eine IR von meinem Auraton hier für dich erstellt. Die kannst du in jeder DAW benutzen und kannst damit dann quasi, zumindest virtuell, deine Boxen in Auratons verwandeln. Den Link zum Download der Impulsantwort findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du das erledigt hast, dann machst du Folgendes. Also als erstes können wir mal unseren Equalizer hier wieder rausschmeißen, denn wir wollen ja jetzt einen virtuellen Auraton nachbilden. Also das Plugin rausladen. Stattdessen laden wir jetzt ein Hall-Plugin rein. Das ist bei mir hier der Open Air, der bei Studio One mitgeliefert ist. Und falls du dich fragst, warum denn jetzt ein Hall-Plugin? Die meisten DAWs haben heutzutage ein Hall-Plugin an Bord, mit dem man Impulsantworten als Basis für den Hall benutzen kann. Das heißt, jemand hat eine Impulsantwort von einem Raum aufgenommen und nutzt die dann als Basis für einen Hall. Das funktioniert aber eben nicht nur mit Impulsantworten von irgendeinem Raum, von einer Kathedrale zum Beispiel, sondern auch mit Impulsantworten von so einem Speaker zum Beispiel. Geht bei Gitarrenspeakern, habe ich schon mal ein Video zu gemacht, geht aber auch eben mit unserem Auraton. Und deswegen können wir ein Hall-Plugin, was Impulsantworten verarbeiten kann, dazu nutzen, dann auch unseren Auraton virtuell nachzubauen. Das geht wie folgt, ich habe hier den Open Air mal aufgemacht. Zwei wichtige Einstellungen solltest du am Anfang schon mal auf jeden Fall überprüfen in deinem Plugin. Hier muss ich sie direkt einstellen. Zum einen, der Mix sollte dann natürlich auf 100% sein. Wir wollen nur das Signal, was durch die Impulsantwort durchgegangen ist, damit es auch wirklich zu 100% wie der Auraton klingt. Und auf der anderen Seite ist es bei diesem Plugin so, dass hier das Plugin den Ausgangslevel um 12 dB absenkt. Das wollen wir natürlich nicht, soll nicht 12 dB leiser werden, sondern es soll hier mit 0 dB auch wieder rausgehen. Das sind ja eigentlich die Einstellungen von einem Hall-Plugin. Ne? Deswegen hier den Ausgangspegel auf jeden Fall korrigieren, dass der nicht verändert wird, und den Mixregler auf 100%. Das Einzige, was dann noch fehlt, ist die Impulsantwort, und die habe ich mir hier mal in einem Ordner zurechtgelegt. Die ziehe ich jetzt hier einfach mal rüber. Auraton Sweep Voxengo IR heißt das Ganze. Lass ich hier einfach drüber fallen und zack, wie du hier schon sehen kannst, ist jetzt hier die Impulsantwort reingeladen und die ist auch gar nicht lang. Die ist insgesamt, wo steht das hier? Die ist insgesamt, glaube ich, keine 3 Millisekunden lang. Und das ist wirklich eine ganz, ganz kleine Datei, die man dann dafür nutzen kann. Aber jetzt ist es im Prinzip schon so, dass unser Speaker nachgebaut ist tatsächlich. Das Ganze klingt jetzt schon wie Auraton und ich mache ihn mal erst aus und dann kannst du mal hören, wie sich der Sound verändert. Also erst Full Range und dann Auraton mit dem Open Air.
deutlich beschnitten, aber du hörst auch, diese Auraton IR ist nicht so rigoros wie der EQ-Trick, den wir gerade gemacht haben. Der war ja wirklich rigoros, alles unter 300 Hertz und alles über 5 kHz war weggeschnitten. Nein, der Auraton gibt natürlich auch was unterhalb von 300 Hertz und oberhalb von 5 kHz wieder. Deswegen ist der Trick mit der IR vielleicht sogar ein kleines bisschen repräsentativer für kleine Speaker und lohnt sich auf jeden Fall nachzubilden. Wie gesagt, Link zu der IR unten in der Videobeschreibung. Nochmal eine Stufe hilfreicher wird der Auraton-Trick dann übrigens, wenn du damit dann einen Referenzmix, also einen Profisong speziell in den Mitten mal abhörst. Also einen Profisong einfach mal hier reinladen, dann darüber abhören über den Auraton. Da kannst du auch eine ganze Menge lernen. Und wenn du dann damit fertig bist und deinen Mix nochmal ganz nüchtern mit einem Profisong vergleichen möchtest, dann hilft dir vielleicht auch noch der Match-EQ-Trick. Und alles, was du dazu wissen musst, das verrate ich dir hier in diesem Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou!